Da sitze ich also ganz gemütlich an einem Nachmittag mit meiner Freundin in einer Sushi-Bar und mein Handy klingelt. Und mein Handy klingelt und vibriert und hört einfach nicht mehr auf. Also gucke ich nach, wer mich da so stört und hey, ich habe E-Mails bekommen. Und hey, ich habe Instagram-Direktnachrichten bekommen. Oh, hallo Monsieur, ich bin ein RP-Projektmanager Grand Roleplay in GTA 5 und habe ein Angebot für Sie. In den nächsten Tagen öffnen wir einen deutschen Server und möchten Sie als Mediengesicht auf dem Server sehen. Unser Angebot ist $400 für jeden 3 bis 4 Stunden Stream auf dem Server? Mit voller Vorauszahlung vor Beginn der Sendung? Also, als ich das gelesen habe, habe ich wirklich kurz gedacht: Oh, Gold, 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 ich bin reich! Wenn Sie möchten, können wir mit Ihnen einen gesetzlichen Vertrag für eine bestimmte Anzahl von Streams-Clips abschließen. Im Allgemeinen sind wir an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Sie können 3 bis 4 Streams/Roller pro Woche machen, sowie mit voller Vorauszahlung vor dem Start/Ausgang des Streams/Roller. Ich bin jetzt ganz ehrlich mit euch. Ich habe den Text gelesen und dachte mir erstmal so, na, schon wieder so eine scheiß Spam-Meldung. Das ist halt eh Scam. Scheiß drauf. Blockiert. Dann gucke ich am Abend so in meine Business-E-Mail rein. Und der Text dieser beiden Mails war, naja, zum ersten sehr ähnlich und zum zweiten klang immer noch ziemlich nach Scam. Zumal diese Mails immer wieder über den SMTP-Server verschickt wurden und das ist, naja, eigentlich nie ein gutes Zeichen. Vor allem nicht, wenn es um irgendwelche Business-Sachen geht. Also habe ich diesen E-Mails natürlich auch keinerlei Beachtung geschenkt. In der darauffolgenden Woche haben mich dann allerdings immer öfter irgendwelche Accounts auf Instagram angeschrieben und naja, was soll ich sagen? Es gab da beispielsweise einen Benjamin irgendetwas, der denselben Text da reingepackt hat. Dann gab es einen Noah Miller, der auch denselben Text da reingepackt hat. Dann hatten wir da noch einen James Grant mit derselben Kacke und einen Jacob Matt irgendwas mit, naja, denselben Sachen. Natürlich weiß ich, dass das wahrscheinlich alles Bots waren. Aber ich habe das Ganze dann noch irgendwie einfach ignoriert, weil ich mir halt dachte, okay, die spammen halt aktuell gerade irgendwie alle Content-Creator zu und versuchen da irgendwie was rauszuscammen. Scheißegal, einfach weiter blockieren und gut ist, ne? Und dann irgendwann plötzlich aus den tiefsten Tiefen von Discord. Hallo, ich bin der Manager des PR-Projektes Grand Roleplay in GTA 5 und habe einen Vorschlag für Sie. Ich habe darauf halt einfach nicht geantwortet und 3 Tage später... Sind Sie neugierig? Nein, Bro, nein, ich war überhaupt gar nicht neugierig, sonst hätte ich doch schon längst geantwortet. Das Ganze hat gerochen nach dem größten Scam. Da wollte ich gar nichts mit zu tun haben. Aber ich habe mir gedacht, nachdem sich irgendjemand so viel Mühe gegeben hat, mich mit 1000 Bots irgendwie voll zu spammen, auf die Business-Mail, auf mein Instagram-Profil, auf mein Discord und ich überall Nachrichten bekommen habe, zudem habe ich auch noch erfahren, dass halt wirklich aktuell dieselbe Sache, dieselbe Masche irgendwie an alle Twitch-Streamer, die irgendwann mal GTA RP gespielt haben oder GTA RP spielen, dass das mit denen auch gemacht wird, dachte ich mir so, okay, ich schreibe dem Typen auf Discord jetzt einfach mal zurück, mal gucken, was er zu sagen hat. Also ein bisschen rumgechatte auf Englisch, obviously, weil das sind halt Russen, die können halt einfach mit Google Translate nicht wirklich deutsche Texte schreiben. Also nach circa 10 Minuten hin und her gechatte, hat er mir dann angeboten, ja, 500 € pro Video. Und ich so, ja, ich hätte gern 700 € pro Video. Jungs, der Supra muss bezahlt werden. Mal abgesehen davon habe ich an dem Punkt immer noch gedacht, dass es handelt sich hier um einen Scam, das kann nicht sein, ne? Aber ich habe halt von Anfang an gesagt, wenn wir das machen, dann hätte ich gerne auch ein Angebot, beziehungsweise halt ja ein Angebot in Form eines Vertrages, ne, wo das festgehalten wird und das wurde mir auch in den Spam-Bot-Mails 1000 Mal irgendwie angeboten und dieser dubiose PR-Manager meinte dann auch, ja, können wir machen, gar kein Problem. Ja, und dann hat er gesagt, okay, ich schicke dir den Vertrag in ein paar Stunden und in den paar Stunden dachte ich mir dann so, ja, was mache ich jetzt? Ach, ich join einfach mal auf den Server und gucke mir das einfach so mal offstream an. Ja, und kurz davor habe ich noch herausgefunden, dass Franco Trolling schon auf dem Server vor mir gespielt hat und er hatte schon ein Auto, dann habe ich ihm gesagt, yo Bro, hol mich mal bitte vom Hotel, vom Spawnpunkt einfach schnell ab, ich muss da wohin, ich muss da zu einem ganz, ganz wichtigen Meeting gebracht werden. Ja, und dann hat er mich halt kurz hingefahren, ne? The car, press left, shift twice, okay? Gut, dann bis nachher. And look at the logo, look at the front logo. Hello, my friends, hello. Hallo, ich bin der Herr Wink. Crazy. Gibt es hier ein bisschen Pilmeni? Hallo? Crazy. Habt ihr gesehen, wie ich das Ding hochgefahren habe? Opium with the one next to the black market, right? Yeah, yeah.
Und wenn ihr gedacht habt, das Ganze hat auf dem Server hier jetzt direkt ein Ende. Nee, denn ich hab dem PR-Manager einfach geschrieben, ich würde Orange Morange, also Kevin, kennen und er würde auch mich kennen. Und das wäre alles voll okay und abgesprochen, wenn er mich dahin tippet und wenn ich bei ihm sein könnte. Und dann habe ich darauf nochmal eine Schippe draufgesetzt und hab halt ihm noch gesagt, ja, also ich würde ja jetzt meinen Stream anmachen, wenn ich jetzt sofort einen Unbann bekommen könnte. Und ratet mal, wie er darauf reagiert hat. No. Dann habe ich mich also eingeloggt und wurde auch direkt von diesen Admins begrüßt und die meinten dann, ja, wenn alles okay ist, wenn du bereit bist, schreib einfach kurz ein Ticket und dann teleportieren wir dich zu Kevin. Und ich so, ja, okay, gut, nice, ne? Dann könnt ihr ein bisschen Content zusammen machen. Ich so, ja, okay, geil. Ich teleportiere dich dann jetzt eben gleich, ja? Ich wurde teleportiert. Entschuldigung? Ja, wir können weiterhelfen. Bräuchte dringend eine Mitfahrgelegenheit. Ist ganz schwer. Sehe ich aus wie ein Taxi drauf? Ich weiß nicht, was passiert ist. Steht da irgendwo Taxi drauf? Nein, Sir, hören Sie so. Ob da irgendwo Taxi drauf? Ich glaube, ich gefragt. Sir, hören Sie so. Da steht nicht Taxi drauf. Weg, komm, fiss dich. Ich muss hier einfach wegfahren, guter Mann. Nein, ist okay. Ist gut. Das ist Cisco. Ach, weg. 201 an 311. Hab ich so später keinen? Nein, ich hab später. Ja. Ich hab einen schlechten Tag heute. Was ist das Problem? Ja, er hat wohl einen sehr schlechten Tag erwischt. Ist halt so bei Geringverdienern, ne? Was willst du machen? Jetzt fahr. Fahr weg. Also, wir hätten noch einen Platz frei hier, Sir. Fahr doch. Hallo, ich bin. Nicht auf welcher Seite mehr. Komm mal raus, da, Kollege. Zeigen Sie mal Ihren Ausweis bitte hier. Der Santos 212 Ende. Im Ringelshirt. ID. Bitte. Ich hab dir schon gezeigt, Junge. Passport. Ich nix habe ein Passport. Nein, stopp. Passport. Yala. Documents, Lizenz. Ja, Salemi. Moment. Documents, ID. Francisco. Alles klar. Können wir uns einmal die Hände schütteln, bitte? Geht das? Ja, klar. Weichen Sie mir. Ja, ne? Da reicht doch die Hand, Kollege! Ich kann meine Hand nicht bewegen. Na klar, mach doch jetzt hier. Ich sag, komm mit! Meine Hand ist gelähmt! Stopp! Bitte nicht tesern. Bitte mal ruhigen hinten. Hände schütteln. Oh, meine Hand ist ganz schwer. Ganz schwer. Erhitten. Ach, super. So, was machen Sie hier? Das frage ich mich auch. Ich bin hier einfach aufgewacht. Also, ich bin mitten im Nirgendwo. Oh nein, bitte. Nee, nicht die Cops. Herr Officer, hör mal. Dreck am Stecken, dann merke ich direkt. Servus, der Herr, ist ein bester Ordner hier, oder was? Servus, hab die Ehre. Alles klar, Herr Hilton, ja, der hat soweit nichts, wenn Sie mitnehmen wollen, das ist eigentlich Ihr, ne? Ich ja, komm, Ringer, steck mal ein hier. Okay. Was ist denn da los? Santos Eiter, 2211. Scheiße! Ich hab keine Waffe. Die liegen, der liegt. Ich meine, wir liegen. Ich wollte sagen, wir liegen. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Grund dieses Videos. Live in the mix. Am Anfang aber erst einmal etwas Positives über den Server. Das ist mit Abstand, wirklich mit sehr, sehr viel Abstand, der krasseste gescriptete Server, den ich je gesehen habe. Ich habe noch nie einen Server gesehen, der so viele Features hat, wo du so viel machen kannst, wo es Jobs gibt, die sogar wirklich funktionieren, dass du wirklich physikalisch irgendetwas tun musst und nicht nur auf einem Feld stehst. Es heißt, drücke E, um Aramid abzubauen und dann kannst du da 5 Stunden stehen und nichts tun. Die haben wirklich so ziemlich alles customized, was man customizen kann. Die haben alles genommen, was andere RP-Server oder ich sage jetzt mal andere generelle Server falsch gemacht haben oder nicht hinbekommen haben. Haben es genommen, haben es richtig gemacht, also alles funktioniert und das haben die nochmal 100-fach besser hingekriegt. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, das sind viel zu viele Features, um die alle irgendwie in ein Video zu packen. Im Großen und Ganzen könnte man einfach mal zusammenfassen und sagen, das ist mit Abstand der krasseste Server, den es bisher irgendwo gibt. Also jetzt auch mal angenommen, jetzt nimmt man mal einfach an, man nimmt irgendwie, I don't know, so ein GVMP oder, keine Ahnung, auch 5M-Szene, Late Night V oder was weiß ich, Immortal RP, wo die ganzen großen YouTuber und Streamer jetzt drauf zocken. Nimmt alles zusammen
und macht das 1000-mal besser und dann kommt der Server raus. Also mit Abstand wirklich das Krasseste, was ich je gesehen habe. Schauen wir uns doch erst einmal das Jobsystem an. Man hat wirklich eine riesige Auswahl an Jobs, die man auswählen kann und die dann auch wirklich so funktionieren, wie man es sich vorstellt. Das klappt alles auch soweit super. Das Problem ist an der Stelle, finde ich allerdings nur, das Geld. Ich hatte eben kurz die Economy angesprochen. Du stehst da halt wirklich 5 Stunden, läufst von Punkt A zu Punkt B und so Sachen. Du machst halt aktiv zwar was, ja, aber kriegst halt dann nach 5 Stunden nur so 15.000 bis 20.000 Dollar. Also, warum genau mache ich jetzt dieses Video? Ihr wisst ja, ich spare aktuell so ziemlich alles, was ich habe an Money, auch YouTube-Money, Twitch-Money und so weiter, weil ich mir vorhabe, dieses wunderschöne Kfz zu kaufen, was ihr gerade in grün da seht, nur halt in weiß oder schwarz. Und mal angenommen, ich spiele auf einem GTA-Roleplay-Server, wo ich dringend Ingame-Geld brauche und ich käme meinem Real-Life-Ziel näher, wenn ich einen gewissen Einladungslink promote, dann wäre das natürlich etwas, was ich moralisch nicht vertreten könnte. Das wäre ganz, ganz schlimm und ganz schrecklich. Erster Link in meiner Beschreibung ist ein Reflink für Grand RP. Klickt drauf, dann bekomme ich einen kleinen Bonus in-game und im Real Life. Ich werde des Öfteren auf dem Server jetzt dort auch wieder streamen. Heißt, wieder aktive Streams auf Twitch, auf meinem Twitch-Kanal. Das heißt wiederum, kommt auf dem Server, findet mich. Aber bitte mit RP-Hintergrund, denn sonst werdet ihr gebannt. Stream-Sniper werden gebannt. Und arbeitet für mich. Ich bin nämlich Holzfäller Level 3. Das heißt, ich kann euch alle einstellen und ihr arbeitet für mich und ich werde reich.